Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Dr. Oetker Kuchen Konfekt im Test. Und das gibt es hier in zwei Sorten heute im Test. Einmal mit Kokos und einmal mit Schokolade. Es gibt auch von Dr. Oetker hier von dieser neuen Marke My Sweet Table gibt es auch so Mini-Google-Hüpfe oder Google-Hupfe, wie nennt man die? Gibt es auch so Mini-Google-Hupfe. Und heute teste ich mit euch das Kuchenkonfekt, weil mich das so am meisten gereizt hat. Das sieht so ein bisschen so aus wie ein Mini-Yes-Torti, oder? Ich bin wirklich gespannt, wie es schmeckt. Es gibt auch gleich noch eine Großaufnahme natürlich davon. 9 Stück sind in einer Verpackung. 2,99 Euro habe ich dafür bezahlt. Gibt es im Edeka. Und gleich erfahren wir, ist es denn auch lecker. Womit fangen wir an? Schokolade oder Kokos? Schokolade, glaube ich, oder ja. Wir fangen mit Schokolade an. Nährwerte und Inhaltsstoffe gibt es wie immer am Ende des Videos. Aber jetzt wird erstmal reingeschaut. Und so sehen die aus. Sieht so ein bisschen aus wie Dominosteine. Allerdings auch etwas größer. Riecht, wow, erstmal super lecker schokoladig. Was ich an der Torte nicht mag, ich habe immer das Gefühl, die schmecken so nach Alkohol. Auch wenn da, glaube ich, kein Alkohol drin ist. Und das hier schmeckt nicht nach Alkohol. Aber erinnert schon so an die klassischen Fertigküchlein, die man auch teilweise von Milka und Co. kennt. Ist lecker. Man muss es ganz genießen, ihr Lieben. Wenn man so einen halben isst, ist man nicht so geflasht. Wenn man den ganzen im Mund hat und mit der Schokolade drumherum, ist das Geschmackserlebnis vom Verhältnis mit der Schokolade zum Teig schon gleich viel intensiver und auch viel leckerer. Im ersten Bissen dachte ich so, nee, nichts Besonderes. Aber dann hat es mich auch daran erinnert, es gibt auch diese Fertigkuchen von Dr. Oetker mit dieser Glasur, diese Marmorkuchen und so, die sind, finde ich, auch super, super lecker. Und daran hat mich das erinnert. Ich glaube, wir machen mal ganz kurz Kokos auf, oder? Ja, das machen wir. Kokos wird jetzt mal aufgemacht. Danach gibt es direkt eine Großaufnahme. Und danach kommen wir zur Bewertung, ihr Lieben. So. Wird noch ein bisschen geknistert hier. Wenn ihr das Produkt auch schon getestet habt, raus mit eurer Meinung, ab in die Kommentare. Ich freue mich da sehr drauf. Dieses Knistern, das erinnert mich so ein bisschen auch an die ASMR-Videos. Riecht von außen noch genauso. Hat hier eine Kokosfüllung. Und deutlich als Kokos zu erkennen ist, esse ich jetzt auch mal ganz. Schmeckt aber nicht so intensiv nach Kokos, aber von der Masse her ein bisschen feuchter und nicht ganz so trocken wie der andere. Der Kokosgeschmack ist nicht so intensiv, ihr Lieben. Ich zeige euch das jetzt mal in Großaufnahme. So, ihr Lieben, zuerst schauen wir uns mal das Schokoladenkuchenkonfekt an. Interessant, oder? Ja. Und dann geht es weiter zu Kokos. Ihr könnt hier ganz klar Kokos erkennen, aber es schmeckt tatsächlich nicht so intensiv nach Kokos. So, ihr Lieben, und ich komme zur Bewertung. Also ich habe mir die wesentlich krasser und lecker vorgestellt. Ich dachte, hier wäre so eine richtig krasse Schokoladen-Nougat-Schicht mit dem Kuchen drin. Also so ein bisschen in die Richtung gehen von kalter Schnauze. Ich habe so ein bisschen mehr erwartet, auch weil Dr. Oetker draufsteht. Das ist eine ganz, ganz tolle Marke für Kuchen und Co. Da habe ich echt mehr erwartet. Deswegen bekommt My Sweet Table in der Sorte Schokolade, finde ich okay, 8 Punkte. Es ist lecker. Aber ich hätte weitaus mehr erwartet, deswegen 8 durchschnittliche Punkte. Man hat jetzt diese Kuchen-Konfekt-Dinger nicht neu erfunden und gerade das hätte ich erwartet, 8 Punkte. Kokos hingegen hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Moment, ich korrigiere, Schokolade 7 Punkte, 8 Punkte wäre dann ja
wäre auf meiner Skala etwas zu hoch. 7 Punkte für den Kuchenkonfekt Schokolade, weil er schmeckt, aber ich hätte mehr erwartet. Ja, 8 ist schon gut und es ist nicht 8. Und das Kokos hat dahingehend 6 Punkte, weil es für mich zu wenig nach Kokos schmeckt. Es ist zwar drin und es ist ja auch gut, dass man nicht mit künstlichen Kokosaromen arbeitet, um das hochzupushen, aber muss man vielleicht doch mehr Kokos reinmachen oder irgendwie anders. Also das Kokos hat mich tatsächlich enttäuscht und ich glaube, es wird auch Kokosfans enttäuschen, wenn sie es kaufen und dann nicht so intensiv Kokos schmecken. Deswegen Kokoskonfekt 6 Punkte, Schokolade 7 Punkte. Probiert es mal aus, ihr Lieben. Ich bin gespannt, ob euch das Kuchenkonfekt schmeckt. Es ist auf jeden Fall optisch ein schöner Hingucker und es ist auch lecker. Nur, wie gesagt, ich hätte mehr erwartet. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.